Wenn du wissen willst, wie du alle legendäre Tiere in Assassin's Creed Valhalla findest und erledigst, solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn das zeige ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi und heute geht es um die Alpha-Tiere in Assassin's Creed Valhalla und wir klären mal eben ganz schnell, warum ihr die überhaupt erledigen solltet. Das ist quasi Endgame-Content, also wenn ihr mit der Story durch seid, könnt ihr das auf jeden Fall noch machen. Ihr bekommt da immer 2 Erfahrungspunkte für und ihr sammelt Belohnungen und welche das sind, sage ich immer bei dem jeweiligen Tier mit dazu. Kommen wir dann nochmal schnell einmal zu der grundlegenden Taktik, die ich empfehle. Und zum einen empfehle ich hier den Skill, den Tod von der Schippe, denn so könnt ihr ausweichen, verlangsamt die Zeit und könnt gut Schaden machen. Außerdem empfehle ich die Feuerfähigkeit, denn Fell und Haut brennt ganz gut, habe ich gehört. Das macht ordentlich Schaden. Und ich empfehle als Waffe einen Speer. Ich habe jetzt hier den Speer von Odin genommen. Der ist mega gut, weil der einfach die Reichweite nochmal erhöht. Dadurch wird das Ganze nochmal ein bisschen einfacher. Aber ich würde hier den Speer auf jeden Fall benutzen, damit ihr die Distanz einfach habt und gut Schaden machen könnt. Fangen wir an mit dem Blutgipfelhirsch. Und zwar befindet er sich in Nordwege. Und wir orientieren uns einmal. Hier ist Vornberg. Und an dieser Stelle ist einmal der Blutgipfelhirsch. Ist bei euch immer mit einem blauen einen dicken Punkt markiert. Ist an sich ein einfacher Fight, da müsst ihr nicht auf so vieles achten und ihr bekommt dann als Belohnung eben ein Tattoo für euren Arm. Kommen wir also zum schwarzen Skooka, der befindet sich hier in East Anglia. Und zwar einmal hier, wie gesagt, wieder mit einem blauen Punkt markiert. Und hier kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr einen Pfeil und Bogen mitnehmt und das ganze Vieh einfach abfackelt. Das war der nervigste Kampf, den ich hatte. Hat übelst lang gedauert, weil ich einfach keine Pfeile mehr hatte. Und der so schnell ist und andauernd wegrennt, dass mir das ein bisschen Probleme bereitet hat, beziehungsweise ich einfach irgendwann genervt war. Da einfach drauf achten und ab und zu kann der euch auch mal packen und auf den Boden ziehen und ordentlich Schaden machen. Da auf jeden Fall auch drauf aufpassen. Als Belohnung gibt es diesmal wieder ein Tattoo und das Ganze könnt ihr dann am Kopf anwenden. Ganz wichtig, ihr bekommt immer eine Trophäe und die müsst ihr bei eurem Jäger in der Siedlung einlösen und dann bekommt ihr auch die jeweilige Belohnung. Weiter geht's mit den Aasfressern und die befinden sich hier in Oxnaforge hier. Und zwar einmal hier rangezoomt, da sind sie. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass es 3 Stück sind, das könnte also zu Problemen führen. Da ist die Taktik einfach ein nach dem anderen fertig machen, denn wenn euch weniger Leute angreifen können, können auch weniger Leute Schaden machen. Und hier gibt es dann diesmal eine Siedlungsverschönerung als Belohnung. Weiter geht's mit der Hügelbestie und die befindet sich diesmal in Skrobbeshire und zwar einmal hier. Wichtig hierbei ist, dass ihr eben diesen Höhleneingang benutzt. Ist auch wieder linear, wie so ziemlich immer bei Assassin's Creed und dann findet ihr auch die Hügelbestie und könnt gegen sie kämpfen. Auch hier wieder die Standardtaktik, ausweichen, Feuerschaden, ordentlich draufhauen, dann wird das was. Und diesmal gibt's wieder ein Tattoo als Belohnung, diesmal für den Rumpf. Weiter geht's in Lincolnshire mit dem Gemad Wolf und der befindet sich einmal hier. Direkt also auch bei einem Aussichtspunkt könnt ihr schnell hinreisen. Und wichtig hierbei ist, er kann Wölfe herbeirufen. Das heißt, wenn er ein bisschen Schaden gemacht hat, wird er irgendwann aufholen. Es kommen wilde Wölfe dazu. Die müsst ihr dann wieder platt machen, relativ schnell und müsst wieder auf ihn gehen. Ansonsten kann es auch da ein bisschen schwierig werden. Als Belohnung gibt es hier diesmal den Raubtierbogen. Das müsste sogar Petras Bogen sein, wenn ich mich nicht täusche. Weiter geht's in Sudsexel mit Alfreds Schlachtschwein. Das befindet sich einmal hier an dem Gehöft. Taktik bleibt hier identisch. War in meinen Augen nicht wirklich schwer. Auch wenn da ein paar Kühe mit drumherum stehen. Aber wenn ihr da gut ausweicht und Damage macht, funktioniert das auch wieder gut. Und auch hier gibt es wieder ein Tattoo und diesmal ist es für den Rücken. Weiter geht's mit dem Blutschwein und das befindet sich in Joforvegshire und zwar einmal hier gegenüber von diesem kleinen Hafen an dieser Position. Und auch das war wieder nicht wirklich schwer. Das läuft ab und zu mal ins hohe Gras, dann könnt ihr es nicht fokussieren. Läuft wieder auf euch zu, ihr könnt euren Damage machen und das war es auch im Prinzip. Und diesmal gibt es hier als Belohnung wieder eine Verzierung für eure Siedlung. Damit wir den Bären vom blauen Wasser besiegen können, müssen wir wieder zurück nach Nordwege und wir gehen einmal hier hoch. Und dann ist er hier auf dieser ganz, ganz kleinen Insel. Der ist relativ langsam und behäbig, da könnt ihr ganz gut ausweichen und von hinten euren Damage machen. Und auch hier gibt es wieder eine Verzierung für eure Siedlung. Als nächstes führt uns die Reise nach Hamtunshire für die Wildkatzen des Andredeswald. Die befinden sich einmal hier an dieser Position. Hierbei ist es jetzt wichtig, es sind wieder 2 Tiere, die euch angreifen. Eine große und eine kleine Katze. Ich habe es so gemacht, dass ich zuerst die große Katze besiegt habe und danach die kleine. Bei der kleinen ist jetzt wichtig, die kann euch von hinten anspringen und sitzt euch dann auf dem Rücken und macht sehr, sehr viel Schaden. Und dann müsst ihr einfach eine Doppelrolle machen und dann schmeißt ihr sie quasi runter und sie kann dann halt auch keinen Schaden mehr anrichten. Also wie schon bei den Aasfressern hier, das Ganze auch ein bisschen separieren, Stück für Stück durcharbeiten und dann ist auch das kein Problem. Als Belohnung gibt es hier tatsächlich diesmal eine Dänenaxt und als nächstes führt uns dann die Reise nach Finnland bzw. Winland, was auch immer.
Und dann befindet sich eben der Hirsch, Elch, was auch immer, an dieser Position. Kann sein, dass euch das nicht angezeigt wird. Mir wird das nicht angezeigt mit einem blauen Punkt oder wurde es nicht angezeigt. Und auch wenn ihr hier nicht eure Rüstung mitnehmen könnt und immer noch diese Winland-Rüstung anhabt, ist das hier auch wieder relativ easy mit Ausweichen und mit dem Feuer. Ich habe hier den Erfolg Meisterjäger schon bekommen, keine Ahnung warum, denn es gibt eigentlich noch ein weiteres Alpha-Tier und das gucken wir uns jetzt an. Und zwar handelt es sich hierbei um den guten alten Steinbjörn und da müssen wir nach Jötunheim. Und damit wir da hinkommen, müssen wir erst die Asgard-Quest bei Valkar abgeschlossen haben. Dann können wir neue Zutaten sammeln für einen weiteren Trank und dann haben wir den hier und können dahin. Wenn ihr dann in Jötunheim angekommen seid, befindet sich der jude-alte Steinbjörn einmal hier auf der Karte. Da könnt ihr ganz easy hinreisen, ohne überhaupt was in der Quest gemacht zu haben. Und auch hier ist tatsächlich Feuer der Way to go, also da macht ihr einfach unglaublich viel Schaden mit. Ansonsten würde ich euch empfehlen, immer von hinten zu attackieren, der ist auch relativ behäbig und trifft euch dann nur sehr schwer. Und so könnt ihr dann diesen Feuerbuff, Boost, was auch immer, also dass er dauerhaft brennt, aufrechterhalten, indem er immer wieder zuschlagt, immer wieder das Feuer aktiviert und weiter zuschlagt. Das seht ihr immer in diesem kleinen Kreis, der oben ausläuft, ob er noch weiter brennt oder nicht. Und dann habt ihr da auch ein relativ einfaches Leben. Das Ding ist jetzt noch, dass er so eine Stampfattacke machen kann. Und dabei fährt er so einen Kreis aus Stein hoch um sich herum. Da müsst ihr auf jeden Fall drauf aufpassen, weil sonst kriegt ihr Schaden. Einfach wegrollen, dann ist das Ding gegessen. Aber je nachdem, wie viel Leben ihr ihm abgezogen habt, macht er das auch zwei oder dreimal hintereinander. Da auf jeden Fall drauf aufpassen. Ansonsten ist noch wichtig, manchmal haut er auch mit der Wind jetzt einfach mal Tatze auf den Boden und schießt auch Steine an der Position aus dem Boden heraus, wo ihr steht. Da auf jeden Fall auch drauf aufpassen. Und wenn ihr das beachtet, dann ist das eigentlich auch nicht so die Herausforderung, auch wenn er Stärke Level 400 hat. Und auch hier gibt es keine Belohnung, genau wie bei dem Vieh in Finnland davor. Das sind dann alle Alpha-Tiere in Assassin's Creed Valhalla. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch findet, dass die viel zu leicht zu besiegen sind, weil ich finde schon. Ich habe bis auf die Wildkatzen und Steinbjörn alle im ersten Zug geschafft, die beiden dann halt im zweiten. Bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Ansonsten, wie immer, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, denn das hilft dem Kanal weiter. So wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Bis zum nächsten Mal und ciao.